This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man, salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 27. Lesung des Buches über die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Wir sind immer noch im 6. Kapitel auf Seite 298. Fangen wir jetzt das Lesen an und da geht es um die Bettelorden. Das ist der Haupttitel des 6. Kapitels und da werden wir heute ein paar Seiten weiter drin lesen. Wir fangen an auf dem 2. Absatz oben, wo der Autor schreibt, kein Wunder, dass ihr Erscheinen, wo er jetzt natürlich von den Bettelorden spricht, also Franziskaner, Dominikaner, die wir ja bereits besprochen hatten vorher, kein Wunder, dass ihr Erscheinen wesentlich dazu beitrug, um den aufs tiefste erschütternden Glauben an Christus wieder in den Herzen der Menschen zu wecken und die Hoffnung auf eine baldige Wiedergeburt der Kirche in der Christenheit zu verbreiten. Diese Hoffnung zügelte die Ungeduld des Volkes, die durch die Ausbeutung von Seiten der Kirche geweckt war, und hielt eine Empörung zurück, die ohne Zweifel der ganzen modernen Zivilisation ein anderes Aussehen gegeben haben würde. Kein Wunder war es ferner, dass den Bettelmönchen die Liebe und Verehrung des Volkes folgte, dass die Barmherzigen sie mit Gaben überschütteten, leider zum Verderb für ihr Grundgelübde der Armut, und dass die ernstesten und überzeugendst tiefsten Menschen sich da herandrängten, um ihren Reisen sich anzuschließen. Die reinsten und edelsten Menschen konnten in der Laufbahn eines Bettelmönchs die Verwirklichung ihrer erhabenen Bestrebungen sehen. Und wenn wir darum im 13. Jahrhundert einen Mann suchen, der über seine Mitmenschen weit hinausragt, so dürfen wir sicher sein, ihn bei den Bettelorden zu finden. Raimund von Pennaforte, Alexander von Hales, Albertus Magnus, der heilige Thomas von Aquin, der heilige Bonaventura, Roger Bacco, Duns Scotus sind Namen, die zeigen, wie unwiderstehlich gerade die höchstbegabten Männer angezogen wurden, bei den Dominikanern oder Franziskanern das Ideal ihres Lebens zu suchen. Ja, hier muss ich doch mal einen kurzen Kommentar einwerfen. Also in einem Satz hier den sogenannten heiligen Thomas von Aquin zu nennen,
ein Doktor der römisch-katholischen Kirche, der sein Meisterwerk, Summa Theologica, nenne ich es mal, hauptsächlich aufbaut auf den griechischen Philosophen Sokrates, Aristoteles und Plato, der also mit anderen Worten die Grundpfeiler der römisch-katholischen Kirche schriftlich in Summa Theologica legt, ja, weil Summa Theologica heißt ja nichts anderes als die Summe der Theologie, die Basis der Theologie, sein Schreiben, um den hier als Heiligen zu nennen und dann auch noch als einen zu nennen, als einen Mann suchen, der über, ja, wie sagt der Autor das hier, wenn wir darum im 13. Jahrhundert einen Mann suchen, der über seine Mitmenschen weit hinausragt, dann diesen Thomas von Aquin zu vermelden, das zeigt für mich, dass der Autor zumindest im Schreibstil, wie er hier dieses Buch schreibt, ein Verständnisproblem hat. Der Thomas von Aquin, ein Doktor der römisch-katholischen Kirche, ein zwischen Anführungszeichen Heiliger, ist ganz sicher kein Mann, der weit über seine Mitmenschen hinausragt, wenn es um irgendetwas Positives geht. Und außerdem im Leibe Christi ragt kein Mensch über den anderen hinaus. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Das nochmal eben zur Erinnerung damit bei. Ja? Also wenn wir hier solche Sachen lesen, dann müsst ihr immer wissen, da bin ich mit dem Autoren nicht einverstanden. Und ich rate euch auch an, das zu überdenken, wie der Autor uns das hier mitteilt. Dass sie dieses Ideal, fährt er fort, in den Bettelorden nicht fanden, versteht sich von selbst. Immerhin aber beweist ihre Zugehörigkeit zu diesen Orden, welch tiefen Eindruck die Bettelmönche selbst auf die ersten Geister ihrer Zeit machten, und erklärt dadurch zugleich den mächtigen Einfluss, den die Orden mit solch wunderbarer Schnelligkeit erlangten. Selbst Dante kann ihnen den Tribut seiner Bewunderung nicht vorenthalten, wenn er sagt, so, jetzt lesen wir es eben einmal in Italienisch, L'un fu tutto serafico in ardore, l'altro per sapienza in terra fue, di cherubica luce un splendor, uno splendore. Das heißt auf Deutsch, der eine war ganz sepharisch, also engelsgleich, in seiner Begeisterung, der andere in seiner Weisheit auf Erden. Eine Pracht von cherubischem Licht, also Licht der Cheruben oder der Cherubs oder Cherubs oder Cherub, ich spreche es immer Cherub aus, CH werden sie gesprochen, das sind die schützenden Engel, wovon unter anderem Luzifer einer war. Ja? Also wenn dann hier der Dante in seinem Inferno wahrscheinlich aus dieser Arbeit, dass das kommt, ich habe jetzt das nicht gecheckt, Paradiso, ja, Paradiso, das ist Paradiso Inferno, 11. Kapitel, wenn er dann hier von cherubischem Licht schreibt, oder cherubischem Licht schreibt, dann würde ich sagen, ja, das könnte man im Lichte Satans oder Luzifers in diesem Fall sicherlich sehen. Weil diese Leute scheinen alle in dem Licht von Luzifer. Die Erleuchtung, die Erkenntnis, die sie den Menschen geben, ist die Erkenntnis, die Luzifer oder der Satan den Menschen gibt. Nämlich Gnosis, keine Erkenntnis aus der Bibel. So viel dazu. Es gab noch eine andere Schöpfung von größter Wichtigkeit, bei deren Nutzbarmachung sowohl Franziskaner wie Dominikaner ihr Organisationstalent bekundeten. Das waren die sogenannten Dritten Orden, durch welche Laien, ohne der Welt zu entsagen, sich den verschiedenen Bruderschaften angliedern, ihnen bei ihrer Arbeit helfen, ihren Ruhm teilen, ihren Einfluss vermehren und so den Eifer der christlichen Gemeinden anfeuern und fruchtbar machen konnten. Schon vor der Gründung der Bettelorden treffen wir Spuren eines solchen Ordens von Laien, die sich Crucigeri oder Kreuzträger nannten und zur Verteidigung der Kirche organisiert waren. Sie behaupteten bis ins Zeitalter der Kaiserin Helene, die Mutter Konstantins, zurückzureichen. Auf dem Laterankonzil 1215 nach Christus war der Orden von Neuem ins Leben gerufen worden. Ein Beweis dafür, dass seine Tätigkeit eine nutzbringende war, liegt nicht vor. Umso mehr Nutzen stiftete dagegen der dritte Orden, deren Urheber der heilige Franziskus ist. Obwohl dieser in der scholastischen Theorie unbewandert und in der Rhetorik ungeschult war, so zeichnete er sich doch vor seinen Zeitgenossen aus durch seine Kenntnis des Evangeliums und besaß einfache, ernste Beredsamkeit, welche die Herzen seiner Zuhörer so sehr fortriss, dass er einmal durch seine Predigt alle Einwohner einer Stadt, Männer, Frauen und Kinder, bestimmte, um Zulassung zu seinem Orden zu bitten. Die Bitte war zwar unerfüllbar,
gab aber Franziskus Veranlassung, über eine Regel nachzudenken, durch die Personen beiderlei Geschlechts zwar in der Welt bleiben, aber doch einer heiligen Disziplin unterworfen und mit der Bruderschaft verbunden werden könnten. Dafür dann aber auch den Schutz der Bruderschaft teilhaftig würden. Jetzt muss ich nach diesem ziemlich langen Satz mal eine kurze Pause machen. Hier wird also gesagt von dem Franz von Assisi, dem Aufrichter und dem Errichter des Franziskanerordens, dass er unglaublich bewandert war, dass er eine unglaublich reiche Kenntnis des Evangeliums besaß. Na, wenn er dann so eine unglaubliche Kenntnis des Evangeliums besaß, dann frage ich mich, was macht der Mensch denn dann in der römisch-katholischen Kirche? Was richtet er denn dann einen römisch-katholischen Orden auf, wo in der Bibel überhaupt nichts von steht, dass die Menschen sich absondern sollen? Was anderes tun Mönche in Klostern und Nonnen in Klöstern nicht? Sie sondern sich ab von der Welt. Nun, in der Bibel steht geschrieben, dass wir als Christen uns auch absondern von der Welt, aber wir sollen uns nicht absondern in dem Sinne, dass wir uns in irgendwelche vier Mauern einschließen und da ein, nach dem Motto, ich sage jetzt zwischen Anführungszeichen, frommes Leben führen. Ja? Das ist totaler Quatsch. Das steht nirgendwo in der Bibel drin. Aber es ist gerade diese Absonderung von Mönchen und von Nonnen, die die römisch-katholische Kirche zu dem macht, was sie ist. Kloster haben ihren Ursprung bereits in Babylon, also in heidnischen Religionen. Und wenn der Franz von Assisi dann so eine gute Kenntnis des Evangeliums hat, dann erstaunt es mich doch, muss ich mal ganz ehrlich sagen, dass er der Aufrichter eines solchen Ordens ist und dass er ein so hoch angesehener Mensch in der römisch-katholischen Kirche ist, dass sogar der Jesuitenpapst von heute, Franziskus, offiziell seinen Namen nach ihm wählt. Ja? Also da stimmt etwas nicht. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, eben immer alles an der Bibel zu messen, meine lieben Brüder und Schwestern. Auch was hier in diesem Buch steht, da darf man nicht einfach so drüber hinweglesen. Der heilige Franziskus wird bewundert für seine scholastische Theologie und seine Rhetorik und seine Kenntnis des Evangeliums. Tja, wenn er das Evangelium gekannt hätte, dann hätte er kein Klosterorden gegründet, die sich im Kloster einschließen, sondern wäre hinausgegangen mit anderen Brüdern und hätte das Evangelium in der ganzen Welt verkündet und hätte vor allen Dingen erzählt, der Papst ist der Antichrist. Ja, und hätte dem nicht gedient. Ja, also, es gibt viele Dinge, mit denen ich in diesem Buch ganz sicher nicht einverstanden bin. Aber das macht ja auch deswegen erst Sinn, dieses ganze Buch zu lesen. Nicht nur für die Information, sondern eben auch, um hier und da den Autoren im Licht der Bibel zu zurechtzuweisen. Von den Verpflichtungen, die Franziskus in seiner Regel den Mitgliedern auferlegte, war die bedeutungsvollste die, dass sie keine Angriffswaffen führen durften, außer zum Schutz der römischen Kirche. Außer zum Schutz des, zwischen Anführungszeichen, christlichen Glaubens und ihrer eigenen Besitzungen. Der Plan und die Regel wurden im Jahre 1221 vom Papst approbiert. Der offizielle Name der Organisation lautete Brüder und Schwestern der Buße. Bekannter aber ist sie unter dem Namen der Dritte Orden der Minoriten oder Franziskaner. Unter der mehr aggressiven Bezeichnung Miliz Jesu Christi gründete Dominikus eine ähnliche Gemeinschaft von Laien, die er mit seinen Orden verband. Miliz du Christi, das erinnert uns doch wohl an die Jesuiten, nicht wahr? Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, es sind dieser Orden, der daraus hervorkommt, die Dominikaner, die damals auch die Aufgabe hatten, die Inquisition durchzuführen. Und die haben die Jesuiten 1542 von Antichrist Paul III. Übertragen bekommen und haben sie von den Dominikanern abgenommen und seitdem sind die Jesuiten für die Inquisition verantwortlich. Auch wenn sie heute in 2019 anders heißt, sind sie da doch immer noch für verantwortlich. Ja. Oder vielleicht soll ich 2020 sagen, weil eher kommt dieses Video wahrscheinlich doch nicht raus. Aber gut, wir lernen hier also, dass es eben auch noch eine mehr aggressive Bezeichnung, Miliz Jesu Christi, gab, worunter Dominikus seinen Orden gründete, also die Dominikaner. Und wir können natürlich schon aus dem Namen ableiten, ne, weil die Jesuiten wurden ja mit der Bulle Regimini Militantis Ecclesia, ne, die Kirche im Krieg, von der Bulle ordiniert von Paul III., Miliz du Christ, und sie werden ja auch die Miliz der römisch-katholischen Kirche genannt. Ne? Ich würde mehr treffend sagen, die SS der römisch-katholischen Kirche, ne, um dein Kind mal beim Namen zu nennen.
Der Gedanke jedenfalls erwies sich als höchst fruchtbar. Er, also Dominikus, organisierte die Kirche in gewissem Grade dadurch, dass er einen Teil der Schranken beseitigte, die den Laien von den Geistlichen trennten. Er brachte den Bettelmönchen einen ungeheuren Zuwachs dadurch, dass sich Scharen von ernsten und eifrigen Männern unter ihre Fahnen stellten, allerdings auch solche, die aus weniger lauteren Beweggründen ihren Schutz erlangen und die Vorteile ihres Einflusses zu genießen suchten. Typen beider Klassen treffen wir im französischen Königshause an. Denn sowohl Ludwig der Heilige wie Katharina von Medici waren Mitglieder des Ordens des Heiligen Franziskus. Na, über die Medici sollte uns ja gar nichts wundern. Wir wissen ja, dass die Königin in Frankreich war zur Zeit des St. Bartholomäus-Massaker, nicht wahr? Um den Einfluss und den Umfang dieser Bewegungen verstehen zu können, müssen wir uns den leicht zu beeinflussenden Charakter der damaligen Bevölkerung sowie ihre Bereitwilligkeit, ansteckenden Erregungen nachzugeben, vergegenwärtigen. Ja, entschuldige bitte. Um den Einfluss und Umfang dieser Bewegung verstehen zu können, müssen wir uns den leicht zu beeinflussenden Charakter der damaligen Bevölkerung vergegenwärtigen? Das ist doch heute ganz genauso. Heute sind die Leute wahrscheinlich sogar noch leichter beeinflussbar, als sie das damals waren, weil heute diese ganzen technischen Hilfsmittel wie Smartphone, Tablet, Computer, Fernsehen und solche Sachen dazu beitragen. Ja? Die Indoktrination, die wir heute erfahren, von der Wiege bis zum Grabe, das ist ja unglaublich erstaunlich und aufgrund dieser technischen Hilfsmittel heutzutage mindestens so schlimm wie damals, wenn nicht gar sogar noch schlimmer. Ja? Das konnte Henry Charles Lear natürlich Ende des 19. Jahrhunderts, als er dieses Buch schrieb, nicht wissen, aber damals waren die Leute noch einigermaßen wachsam, deswegen gab es auch noch Protestantismus. Heute gibt es keinen Protestantismus mehr. Ja. Heute ist die Bevölkerung mindestens so wie damals bereitwillig, diesen ansteckenden Erregungen nachzugeben. Wenn wir hören, dass der Franziskaner Berthold von Regensburg häufig vor Scharen von 6000 Menschen predigte, so können wir uns eine Vorstellung machen von der Macht derer, die über die Massen verfügten. Über Massen, die so leicht zu beherrschen waren und so blindlings sich danach sehnten, dem elenden Leben zu entgehen, zu dem sie verdammt waren. Massen zu beherrschen. Zbigniew Brzezinski hat einmal gesagt, und ich habe das Zitat auf meinem Computer, meine ich irgendwo, und ansonsten hat Brett es in seinen Videos verarbeitet, in Englisch. Zbigniew Brzezinski, der Sicherheitsberater aller amerikanischen Präsidenten von Nixon an bis Obama, glaube ich, war der letzte. Der ist jetzt auch verstorben letztes Jahr. Der hat jedenfalls mal gesagt, früher war es unendlich viel leichter, 1 Million Menschen zu kontrollieren, als sie umzubringen. Heute ist es unendlich viel leichter, 1 Million Menschen umzubringen, als sie zu kontrollieren. Der Autor des großen Schachbretts, des großen Schachspiels, The Grand Chessboard heißt es im Englischen, Zbigniew Brzezinski, der unter anderem zu den Mujahedin gesagt hat, euer Kampf ist gerecht und Gott ist mit euch. Und da war Tim Osman dazwischen. Tim Osman kennt ihr wahrscheinlich besser als Osama bin Laden. Ja, mit dem hatte Brzezinski persönliche Bekanntschaften. Um es mal so zu sagen. Ja. Und hier hören wir also, dass der Franziskaner Berthold von Regensburg unglaubliche Macht über diese Tausende von Menschen hatte. Und heutzutage haben unsere Herrscher solche Macht über uns, dass sie uns ziemlich leicht kontrollieren können. Und wenn sie uns nicht mehr kontrollieren können, dann haben sie es ziemlich leicht, uns umzubringen. Mit irgendwelchen Massenvernichtungswaffen, die es damals noch nicht gab. Wie die schlummernden Seelen geweckt wurden, zeigen die aufeinanderfolgenden Fluten der Erregung, die um die Mitte des Jahrhunderts ganz Europa durchbrauste. Die bis dahin in stumme Resignation versunkenen, jeder Leitung entbehrenden Seelen begannen sich zu fragen, ob ein Dasein hoffnungslosen, brutalen Leidens alles sei, was von den Versprechungen des Evangeliums zu verwirklichen wäre.
Die Kirche hatte keine ernstliche Anstrengung zu einer inneren Reform gemacht. Habgierig und zügellos suchte sie nur ihren Reichtum immer weiter zu vermehren. Ein seltsames Verlangen nach einem unbestimmten Etwas, kein Mensch wusste recht was, nahm allmählich Besitz von den Herzen der Menschen und breitete sich wie eine aussteckende Krankheit aus, von Dorf zu Dorf, Land zu Land. In Deutschland und Frankreich tauchte ein neuer Kinderkreuzzug auf, und Gregor IX. Lobte das Unternehmen der Kinder, welche ihren Eltern eine verdiente Lektion erteilten, weil dieselben die Wege der Humanität so sträflich verließen. Die furchtbarste und bezeichnendste Bekundung dieser allgemeinen Unruhe, dieser geradezu herdenmäßigen Begeisterung, war die Erhebung der Bauern in Frankreich, der Beginn des bandenmäßigen Umherschweifens der sogenannten Pastoureau. Der Hilf- und hoffnungslose Zustand, wie er in den unteren Bevölkerungsschichten in jener düsteren Zeit herrschte, ist wahrscheinlich niemals in irgendeiner Periode der Weltgeschichte übertroffen worden. Der schreckliche Grundsatz des Lehnsrechts, dass der Bauer von seinem Herrn aus nur an Gott appellieren könne, mais par notre usage n'il entre toi et ton vilain juge fort deux. Ja, also, das heißt so viel wie, muss ich mal eben hier übersetzen aus dem Französischen. Ja, also ich habe jetzt versucht, das hier zu übersetzen mit Google Translate und auch mit DeepL. In Google Translator liest sich sowas wie, durch unseren Einsatz hat es zwischen dir und deinem hässlichen Richter Fürst, Punkt, 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 nicht weiter. Bei DeepL heißt es, durch unsere Nutzung hat es nicht zwischen dir und deinem bösen Richter Fordeux gegeben. Und wenn man dann Fordeux ändert in Fordieu, dann heißt es, der Gott verachtet. Irregeführt durch unseren Gebrauch hat es nicht zwischen dir und deinem hässlichen Richter, der Gott verachtet. Also mit anderen Worten, es ging nur darum, das ist ja im Grunde das, worauf es ankommt. Worum geht es im Grunde in diesem Satz? Es geht darum, dass man eben von seinem Lehensherrn vollständig abhängig ist und dass Gott uns dann auch noch richtet, wenn wir dem Lehensherrn nicht tun, wie ihm gebührt. So würde ich das jetzt mal ungefähr verstehen. Ja? Aber lesen wir nochmal weiter. Das ist eben teilweise wirklich ja irgendwie altes Französisch oder so. Und wenn man das dann in Übersetzer eingibt, dann funktioniert das nicht. Also macht der Satz nicht irgendwie richtig Sinn, aber ich glaube, so kann man das ganz gut verstehen. Ne? Der schreckliche Grundsatz des Lehnsrechts, dass der Bauer von seinem Herrn aus nur an Gott appellieren könne, mit anderen Worten nicht an den Menschen, sondern du kannst nur an Gott appellieren, also musst du immer probieren, in Gottes Licht gerecht zu sein. Und wir wissen ja, dass wir als dreckige Sünder, sag ich jetzt mal, hier auf dieser Welt niemals an Gott gerecht sein können. Deswegen sind wir angewiesen auf seine Gnade. So, und die menschliche Erniedrigung, fährt er fort zu sagen, die menschliche Erniedrigung ist vielleicht niemals stärker zum Ausdruck gekommen als in dem schändlichen Jus prima noctis oder droit de marquette. Ja, also das ist dann das Gesetz des Marquette. Mit bitterem Humor schildert der Troubadour Rudebeuf, wie Satan die Seele eines Bauern für zu verächtlich hält, um sie in die Hölle aufzunehmen, wie aber im Himmel auch kein Platz mehr für sie ist, so dass sie nach einem Leben voll Elends auf Erden noch nicht einmal im Jenseits eine Zuflucht hat. Also man hat den Menschen das Leben auf der Erde schwer gemacht und hat ihnen auch noch die Unsicherheit für das ewige Leben genommen. Es ist in vieler Hinsicht bemerkenswert, dass die Kirche, die doch als Predigerin der christlichen Nächstenliebe die geborene Vermittlerin zwischen dem Bauern und seinem Herrn war und durch eine solche Vermittlung den unauslöschlichen Dank des elenden Leibeigenen sich hätte erwerben können, dass diese Kirche stets der Gegenstand ganz besonderer Abneigung und Angriffe in den kurzen Saturnalien der sich selbst befreienden Hörigen war. Plötzlich, um Ostern 1251, also Mitte des 13. Jahrhunderts, trat ein geheimnisvoller Prediger auf, der Ungar genannt, ein Mann in vorgerückten Jahren und bekleidet mit den Attributen, die am meisten die heilige Scheu und Verehrung des Volkes erregten. In seiner geschlossenen Hand, die er niemals öffnete, trug er ein Papier, das, wie er sagte, die Jungfrau Maria selbst ihm gegeben hatte und in dem seine Instruktionen enthalten waren. Und einige behaupteten, er sei schon in seiner Jugend vom Christentum zum Islam abgefallen,
habe sodann tiefe Züge getan aus den giftigen Fluten des Zauberbrunnens zu Toledo und sei vom Satan beauftragt, die Völker Europas unbewaffnet nach dem Osten zu führen, damit so die Christenheit eine leichte Beute für den Satan von Babylon werde. Zugleich erinnerte man sich des Kinderkreuzzugs und kam mit einem Sprunge zu dem Schlusse, dass er es gewesen sei, der so viele Häuser verödet habe, indem er durch seine Zauberkünste die zarte Jugend herausführte und sie durch Hunger und Obdachlosigkeit einem elenden Tod preisgab. Groß und bleich, mit einer hinreißenden Beredsamkeit begabt und wie ein Eingeborener die französische, deutsche und lateinische Sprache beherrschend, so zog er predigend von Stadt zu Stadt und wies darauf hin, wie die Reichen und Mächtigen in träger Untätigkeit verharrten, wie das heilige Land in den Händen der Ungläubigen bleibe, also Palästina, Israel, Judäa, wie das in den Händen der Islamisten, der Mohammedaner bleibe, und der gute König Ludwig in Ägypten im Gefängnisse schmachte. Gott sei indessen der Selbstsucht und des Ehrgeizes der Adligen überdrüssig und fordere nun die Armen und Demütigen auf, ohne Waffen und Führer die heiligen Orte und den guten König zu befreien. All das fand bereitwilliges Gehör. Aber noch größer wurde der ihm gespendete Beifall, als er seine Angriffe gegen den Klerus richtete. Die Bettelorden seien Vagabunden und Heuchler. Die Zisterzienser gierig nach Geld und Gut, die Benediktiner stolz und gefräßig, die Domherren ganz in ihren weltlichen Interessen und ihrer Sinneslust ergeben, die Bischöfe und ihre Beamten sind habgierige Geldsucher, die vor keinem Mittel zurückschreckten, um solches zu erlangen. Bezüglich Roms und der päpstlichen Kurie fand er keinen Tadel, der ihm scharf genug war. Das Volk, dessen Hass und Verachtung für den Klerus keine Grenzen kannte, hörte dieser Beredsamkeit voll Vergnügen zu und schloss sich voll Eifer einer Bewegung an, die eine bis dahin noch nie gesehene Reform zu versprechen schien. Die Hirten verließen ihre Herden, die Bauern ihre Pflüge und folgten, taub gegen die Gebote ihrer Herren, unbewaffnet dem Manne, ohne an den morgigen Tag zu denken und ohne um die Frage ihrer Ernährung sich zu kümmern. Auch hochgestellte Personen fehlten nicht, die von der allgemeinen Begeisterung mit fortgerissen, sich einbildeten, Gott wolle neue Wunder verrichten zugunsten der Armen und Hilflosen, nachdem es den Großen der Erde nicht gelungen sei, denselben zu helfen. Sogar die Königin Blanche, die begierig jedes Mittel ergriff, das ihrem Sohne die Befreiung zu versprechen schien, war eine Zeit lang der Bewegung günstig gesinnt und lieh ihr ihre Unterstützung. Die Bewegung selbst schwoll immer mehr an und wuchs, bis die wandernden Scharen sich auf mehr als 100.000 Mann beliefen, die 50 Banner als Siegeszeichen mit sich führten. Es war natürlich unmöglich, dass eine solche Erhebung auf die Friedlichen und Armen beschränkt blieb. Kaum hatte sie einen Umfang angenommen, der ihren Teilnehmern Straflosigkeit gewährleistete, so zog sie auch alle ordnungsfeindlichen Elemente, die von der damaligen menschlichen Gesellschaft unzertrennlich waren, an sich, vor allem jene Ruptuari und Ribaldi, die in den Albigenserkriege eine so bedeutsame Rolle gespielt hatten. Diese strömten nun von allen Seiten herbei, mit Messer und Dolch, mit Schwert und Axt, und gaben dem unermesslichen Zuge ein noch gefährlicheres Aussehen. Dass Schandtaten begangen wurden, wollen wir gerne zugeben, denn das Unrecht, womit die eine Klasse die andere überhäufte, war zu himmelschreiend, als dass es hätte ungerecht bleiben können, da die Gelegenheit zur Wiedervergeltung sich darbot. Am 11. Juni im Jahre 1251 zogen die wilden Banden in Orléans ein, gegen den Befehl des Bischofs, aber freudig begrüßt von dem Volke, wenngleich die reicheren Bürger ihnen vorsichtigerweise die Türen verschlossen. Alles wäre auch dort ebenso friedlich verlaufen wie anderswo, wenn nicht ein heißblütiger Student der dortigen Universität die Predigt des Ungarn unterbrochen und ihn als einen Lügner bezeichnet hätte. Sofort wurde er von den eifrigen Anhängern desselben erschlagen.
alsdann erhob sich ein wilder Tumult, bei welchem die Pastoureaux mit dem Klerus von Orléans kurze Arbeit machten, also kurzen Prozess. Die Häuser der Geistlichen erbrachen, ihre Bücher verbrannten und viele erschlugen oder in die Loire stießen. Bezeichnend ist, dass das Volk dem wüsten Schauspiel billigend zugesehen haben soll. Der Bischof und alle diejenigen, welche sich vor der Wut des Pöbels verbergen konnten und während der Nacht entkamen, zeigten ihre Tapferkeit, indem sie die Stadt wegen angeblicher Mitschuld der Bürger mit ihrem Interdikt belegten. Tapferkeit sollte man hier natürlich in Anführungszeichen schreiben. Als Dirigentin Blanche, also die Frau des Königs, der in Ägypten gefangen war, von dieser Untat hörte, sagte sie, Zitat, »Gott weiß, dass ich dachte, diese Leute würden in Einfalt und Frömmigkeit das heilige Land wiedererobern. Aber da sie Betrüger sind, so mögen sie exkommuniziert und vernichtet werden.« Ende Zitat. Demgemäß wurden sie exkommuniziert. Aber noch ehe das Anathem veröffentlicht werden konnte, wurde der Ungar bei einem Tumulte erschlagen, während seine Anhänger sich in einzelne Banden auflösten. Die Behörden, von ihrem Schrecken sich erholend, verfolgten überall die bedauernswerten Unglücklichen und erschlugen sie wie tolle Hunde. Einige Abgesandte von ihnen, die nach England vorgedrungen waren und dort eine Empörung von 500 Bauern hervorriefen, erlitten dasselbe Schicksal. Der zweite Befehlshaber der Pastoureaux soll auf einem Schiffe auf der Garonne gefangen genommen worden sein, in dem Augenblick, da er entkommen wollte, und man soll bei ihm Zauberpulver und seltsame Briefe in arabischen und chaldäischen Lettern gefunden haben, in denen der Sultan von Babylon seine Höfe zusicherte. Der halbreligiöse Charakter des Aufstandes zeigte sich in dem Verhalten seiner Führer, welche die Rolle von Bischöfen spielten, das Volk segneten, es mit Weihwasser besprengten und sogar Eheschließungen vornahmen. Die Sympathie, die das Volk ihnen entgegenbrachte, hatte ihren Grund hauptsächlich in ihrem Verhalten gegen den Klerus, den sie beraubten, plünderten und auch erschlugen. So gaben sie der tiefwurzelnden Feindschaft des Volkes gegen die Kirche Ausdruck und rechtfertigten die von hochgestellten Prälaten abgegebene Erklärung, dass die Christenheit seit den Tagen Mohammeds keine größere Gefahr gesehen habe. Ein noch bemerkenswerteres Symptom der im Volk herrschenden Erregung war das erste Auftreten der Flagellanten. Im Jahre 1259 wurde plötzlich in Perugia, und keiner wusste weshalb, die Bevölkerung von einer frommen Bußwut ergriffen, ohne dass Mönche oder Priester sie dazu aufgereizt hatten. Die Ansteckung griff weiter um sich, und bald war ganz Oberitalien von Hunderttausenden von Bußern erfüllt. Adlige und Bauern, alt und jung, sogar fünfjährige Kinder schritten paarweise in feierlichem Zuge einher, nackt bis auf ein Lendentuch, klagend und Gott um Gnade bittend und dabei mit Lederpeitschen bis aufs Blut sich geißelnd. Also nicht besonders biblisch, diese Buße. Buße ist ja auch nicht biblisch. Die Frauen legten sich die Buße aus Schamgefühl in ihre Kammern, die Frauen legten sich die Buße aus Schamgefühl in ihren Kammern auf. Die Männer dagegen marschierten im strengsten Winter Tag und Nacht durch die Städte, voran Priester mit Kreuzen und Fahnen zu den Kirchen hin, wo sie sich von den Altären niederwarfen. Ein Zeitgenosse erzählt uns, dass Felder und Berge wiedergehallt hätten von den Stimmen der Gott anrufenden Sünder und dass Musik und Liebesgesänge nicht mehr gehört worden wären. Ein allgemeines Reue- und Bußfieber hatte das Volk ergriffen. Wucherer und Räuber gaben ihren sündhaften Gewinn wieder her. Verbrecher beichteten ihre Sünden und entsagten ihren Lastern. Die Tore der Gefängnisse wurden weit geöffnet und die Gefangenen kamen hervor. Menschenmörder boten sich mit gezücktem Schwertern auf ihren Knien den Verwandten ihrer Opfer dar und wurden unter Tränen umarmt. Alte Feindschaften wurden verziehen und Verbannte durften wieder in ihre Heimat zurückkehren. Überall sah man das Walten der göttlichen Gnade und die Menschen schienen von einem himmlischen Feuer verzehrt zu werden.
Die Bewegung breitete sich sogar bis nach den Rheinlanden und in ganz Deutschland und Böhmen aus. Aber die hohen Erwartungen, die man hinsichtlich einer Wiedergeburt der Menschheit daran knüpfte, verschwanden, sobald sich die Erregung gelegt hatte. Diese selbst erlosch ebenso schnell, wie sie entstanden war, und wurde sogar später als Ketzerei ausgelegt. Der Markgraf Uberto Pallavicini ergriff wirksame Maßregeln, um die Flagellanten von seiner Stadt Mailand fernzuhalten. Als er nämlich hörte, dass sie sich der Stadt näherten, ließ er längs des Weges 300 Galgen errichten, bei deren Anblick die Unglücklichen schleunigst umkehrten. Inmitten einer Bevölkerung, die solchen Stürmen der Erregung ausgesetzt war und die so blindlings nach etwas Besserem als der hoffnungslosen, rings um sie umgebenden Erniedrigung verlangte, sammelten die Bettelorden die mächtige religiöse Begeisterung der Zeit unter ihre Fahne. Dass sie sich mit beispielloser Schnelligkeit entwickelten, war daher unvermeidlich. Alles begünstigte sie. Die päpstliche Kurie erkannte frühzeitig in ihnen das wirksamste Werkzeug, das je ersonnen wurde, um die Macht des Heiligen Stuhls in jedem Winkel der Christenheit, zwischen Anführungszeichen, direkt auf die Kirche und das Volk wirken zu lassen, um die Unabhängigkeit der lokalen Instanzen zu brechen, um die weltlichen Feinde des Papsttums zu bekämpfen und das Volk in direkte Verbindung mit jedem Nachfolger Petri zu bringen. Privilegien und Ausnahmerechte jeder Art regneten in Strömen auf sie herab, und durch eine Reihe von Bullen, die Antichrist Gregor IX. Und Antichrist Innozenz IV. Zwischen 1240 und 1244 erließen, wurden sie vollständig unabhängig von der regelmäßigen kirchlichen Organisation gemacht. Eine altehrwürdige Kirchenregel bestimmt, dass jede Exkommunikation und jedes Anathem nur von dem aufgehoben werden kann, der es ausgesprochen hat. Diese Regel wurde zugunsten der Bettelorden verändert. Man stellte nicht nur an die Bischöfe das Ansinnen, jedem Dominikaner oder Franziskaner, der sie darum bitte, die Absolution zu erteilen, mit Ausnahme der schwersten Fälle, in denen der Heilige Stuhl allein handeln könne, sondern man ermächtigte auch die Prioren, also die Ersten und die Minister des Ordens, ihre Ordensbrüder und jeder von ihnen auferlegten Zensur zu absolvieren. Durch diese außergewöhnlichen Maßregeln wurden sie gänzlich der regelmäßigen Jurisdiktion der Kirche entzogen. Also, man züchtet sich einen Staat im Staat heran, ja, und der kann mehr oder weniger machen, was er will. Ja. Die Mitglieder beider Orden, Franziskaner und Dominikaner, waren nur ihren Ordensoberen verantwortlich und konnten in ihrer alles durchdringenden Tätigkeit die Macht und den Einfluss der Ordenshierarchie heimlich untergraben und durch die Allmacht Roms, dessen unmittelbare Vertreter sie waren, ersetzen. Jetzt sehen wir ganz deutlich, wie diese beiden Orden Vorgänger der Jesuiten sind, nicht wahr? Nur ihrem Oberen hörig, nur ihrem Oberen sind sie hier, wie heißt es hier so schön, die Mitglieder waren nur ihren Ordensoberen verantwortlich, ja, also mussten ihnen gegenüber Verantwortlichkeit ablegen, genauso wie es bei den Jesuiten ist. Ja. Und der oberste Obere, der was zu sagen hat, dem alle gehören, ist eben der General der Jesuiten. Also man sieht hier ganz deutlich, wie schon im 13. Jahrhundert das Gedankengut der Jesuiten aufflammt hier. Auch die Jesuiten sind nichts Neues, ne? Es gibt nichts Neues unter der Sonne, es war alles schon mal da. Nur wie das dann durchorganisiert ist und sich dann bei uns in der Welt dann auch zeigt, sage ich jetzt mal, nach außen hin gibt, das ist vielleicht hier und da für die meisten Leute neu, weil sie eben Geschichte nicht kennen. Aber wenn man diese Geschichte aus dem 13. Jahrhundert kennt, dann kennt man, wie die Jesuiten sind. Nur das kennt ja keiner und deswegen ist eben alles, was die Jesuiten machen, neu für die meisten. Ist es aber nicht, war alles schon mal da. So. Zu dieser unabhängigen Stellung gelangten sie indessen nur allmählich. Päpstliche Schreiben vom Jahre 1229 und 1234 befahlen ihnen, den Bischöfen die ihnen gebührende Achtung sowie dem pflichtschuldigen Gehorsam zu erweisen und ermächtigten die Bischöfe, alle Brüder, die ihre Privilegien als Prediger zu gewinnsüchtigen Zwecken missbrauchten, zu verurteilen. Daraus geht hervor,
dass Klagen über ihre Eingriffe schon früher erhoben wurden und dass Rom einstweilen noch nicht daran dachte, sie von der Hierarchie unabhängig zu machen. Als man aber diese Politik einmal eingeschlagen hatte, wurde sie auch bis in ihre äußersten Konsequenzen ausgebildet. Und der Zyklus von Gesetzen im Betreff der Bettelorden wurde in den Jahren 1295 und 1296 durch Antichrist Bonifaz den 8., der in 1302 die Bulle Unam Sanctam veröffentlichte, durch eine Reihe von Bullen vervollständigt, in denen er die Bettelorden, dem Beispiel seiner Vorgänger folgend, in aller Form von der bischöflichen Jurisdiktion befreite und die Ordensstatuen für die einzigen Gesetze erklärte, nach denen sie gerichtet werden könnten. Also er erklärte die Ordensstatuten die einzigen Gesetze, nach denen sie gerichtet werden könnten. Mit anderen Worten, da es ein römisch-katholischer Orden ist, ist es ein Staat im Staate, eine unabhängige Organisation innerhalb der Kirche. Für die gilt kein Kirchenrecht, keine Unterwerfung an die Bischöfe, sondern für sie gelten nur ihre eigenen Gesetze, ja? Die sie dann wahrscheinlich auch nach Lust und Laune machen können. Genau wie die Jesuiten, mit der Verfassung der Jesuiten, wo ja dann auch in der Bulle Injunctum Nobis 1543 klargestellt wurde, dass der General der Jesuiten alle bestehenden Papiere über den Orden jederzeit verändern kann und dazu nicht mal den Papst fragen braucht. Das ist genau dasselbe, was wir hier mit den sogenannten Bettelorden schon sehen. Na? Also, lesen wir das nochmal weiter. Ungeachtet aller entgegenstehenden Bestimmungen des kanonischen Rechts konnten sie also nur durch ihre eigenen Ordensstatuten gerichtet werden. Zu derselben Zeit sammelte und bestätigte er durch die Bulle Virtute Conspicuus, gewöhnlich unter dem Namen Mare Magnum bekannt, alle Vorrechte, die seine Vorgänger den Bettelorden verliehen hatten. Und hier tauchen wir jetzt in eine etwas längere Fußnote ein, die ich erstmal eben kurz lesen muss, bevor ich weiterlese. Ja gut, ich habe da mal kurz reingeschaut, also ich werde die Fußnote mal eben vorlesen. Es geht ja also um die Bulle Magnum Romanum, ne? Oder Mare Magnum, die wir gerade eben besprochen hatten, die Loslösung der Bettelorden von jeder lokalen Jurisdiktion mit Ausnahme ihrer eigenen Orden, wurde in jedem Teile der zwischen Anführungszeichen Christenheit, also des Katholizismus, die Quelle einer fast beispiellosen Störung der Ordnung. Als zum Beispiel im Jahre 1435 die Legaten des Konzils von Basel auf dem Wege nach Brünn waren, und die Friedensbedingungen mit den Hussiten festzulegen, also hier geht es um den Streit mit den Hussiten, also den Anhängern von Jan Hus, Böhmen, ne? Wir wissen ja, dass Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz 1415 verbrannt wurde und seine Nachfolger gab es immer noch natürlich und jetzt sind die hier auf dem Weg nach Brünn, ja, um die Friedensbedingungen mit den Hussiten festzustellen, also um Frieden zwischen den Hussiten und den Katholiken mehr oder weniger auszuhandeln, wurden sie nach Wien gerufen, um dort einen Franziskaner, dessen ungehörige Reden Unordnung hervorriefen, zum Schweigen zu bringen. Nur mit vieler Mühe konnten sie ihn davon überzeugen, dass sie als Vertreter eines allgemeinen Konzils das Recht hätten, ihm Befehle zu erteilen. Bei ihrer Ankunft in Brünn fanden sie das Volk in Aufregung über einen furchtbaren Skandal, den der Dominikaner Provinzial durch Verführung einer Nonne aus seinem eigenen Orden verursacht hatte. Die Frau hatte ihm ein Kind geboren. Trotzdem waren keine Schritte gegen ihn getan worden. Die gewöhnliche Rechtspflege der Kirche war ihm gegenüber vollständig machtlos. Und die Vorsichtsmaßregeln, welche die Legaten glaubten treffen zu müssen, ehe sie ein Verfahren gegen ihn einzuschlagen wagten, zeigen, für wie heikel und gefährlich sie ihre Aufgabe hielten. Schließlich verurteilten sie ihn zur Absetzung und lebenslänglicher Einkerkerung bei Wasser und Brot. Und dann stehen hier noch ein paar Quellenangaben dabei und die Fußnote endet mit dem Satz, ob freilich dieses Urteil jemals ausgeführt wurde, ist sehr fraglich. Ein Hinweis darauf ist nirgends zu finden. Auf diese Weise verfügte der Heilige Stuhl also über eine Miliz,
genau wie die Jesuiten ein paar Jahrhunderte später. Diese Miliz, die auf Kosten der Gläubigen rekrutiert und unterhalten und gegen den übrigen Klerus durch den Panzer der Unverletzlichkeit geschützt, dem Dienste der Kurie völlig ergeben war. Damit der Nutzen der Bettelorden keinen Abbruch erleide, erteilte ihnen Antichrist Gregor IX. Im Jahre 1241 das Privileg, auch in Ländern exkommunizierter Fürsten frei zu leben und Hilfe und Nahrung von ihnen zu erbitten und anzunehmen. Sie konnten infolgedessen überall hin vordringen und selbst in den Ländern der Feinde Roms als seine geheimen Sendboten ihm dienen. Ein wirksameres Heer hätte der menschliche Scharfsinn unmöglich ausdenken können. Denn die Mönche waren nicht nur von einem rastlosen Eifer erfüllt und von tiefer Überzeugung begeistert, sondern der Ruf einer höheren Heiligkeit, den sie erlangten, sicherte ihnen auch die Sympathie und die Unterstützung des Volkes und gab ihnen in jedem Streite mit den Ortskirchen einen gewaltigen Vorteil. Auch hier gehen wir noch kurz in eine Fußnote rein, in der steht: Die Nützlichkeit der Bettelorden als wirksames Werkzeug zur Unterstützung der päpstlichen Machtansprüche zeigt sich deutlich bei der Verurteilung des Franziskaners Johann Sarrazin durch die Universität Paris im Jahre 1429. Das wird dann wohl die bekannte Sorbonne gewesen sein. Dieser Johann Sarrazin hatte nämlich öffentlich gelehrt, dass die ganze Jurisdiktion der Kirche vom Papste herrührte, und musste nun zugeben, dass Gott dieselbe den verschiedenen Graden der Hierarchie verliehen habe und dass die Autorität der Konzilien nicht auf dem Papst, sondern auf dem Heiligen Geist und der Kirche ruhte. Naja, für solche Aussagen ist man damals wohl auf den Scheiterhaufen gegangen, nehme ich mal an. Na? Das ist ja gegen den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes predigen. Und das ist immer sehr gefährlich für das irdische Leben, denke ich mal. Ihre Ehre gegen die weltlichen Feinde des Heiligen Stuhls gerichtete Wirksamkeit wurde gründlich erprobt in dem langen und tödlichen Kampfe des Papsttums mit Friedrich II., dem mächtigsten und gefährlichsten Gegner, den Rom jemals gehabt hat. Schon im Jahre 1229 hören wir von der Verbannung aller Franziskaner aus dem Königreich in Neapel, da sie als Sendboten des Papstes dem Kaiser die Treue seiner Untertanen abspenstig zu machen suchten. Im Jahre 1234 sehen wir sie in England Geld sammeln, um dem Papst die Mittel zur Weiterführung des Kampfes zu verschaffen, und hierbei wandten sie jeden Kunstgriff der Überredung und der Bedrohung mit solchem Erfolge an, dass sie unermessliche Summen einnahmen und viele an den Bettelstab brachten. Ja, das sind ja Bettelorden, ne? Man muss nur wissen, wie man das verstehen muss. Als in der feierlichen Ostermesse 1239 Gregor, also Antichrist Gregor IX., die Exkommunikation gegen den Kaiser schleuderte, übertrug die Verkündigung derselben den Prioren der Franziskaner und befahl ihnen, die kaiserlichen Missetaten ausführlich aufzuzählen und den Bannfluch an allen Sonn- und Festtagen zu erneuern. Kein wirksameres Mittel hätte können ersonnen werden, um die öffentliche Meinung gegen den Kaiser aufzubringen. Von diesem selbst wurde es mit einem Verbannungsedikte beantwortet. Als ferner Friedrich durch das Konzil von Lyon im Jahre 1244 abgesetzt worden war, wurden die Dominikaner dazu ausersehen, das Urteil an allen öffentlichen Plätzen zu verkünden und einen Ablass von 40 Tagen allen denen anzubieten, die kommen würden, ihnen zuzuhören. Gleichzeitig wurde allen Brüdern, die infolge dessen Verfolgungen erdulden würden, ein vollkommener Ablass zugesichert. Also Ablass heißt hier Vergebung der Sünden. Ja? Nicht lange darauf spielten sie eine ähnliche Rolle wie später die Jesuiten in England zur Zeit König Jakobs, ne? Also Anfang des 16. Jahrhunderts, Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Sie traten als geheime Sendboten auf, zettelten heimlich Verschwörungen an und riefen Unruhen hervor.
Kaiser Friedrich behauptete stets, die gegen sein Leben gerichtete Verschwörung vom Jahre 1242 sei das Werk der Franziskaner, die den Auftrag hatten, in seinen eigenen Ländern den Kreuzzug gegen ihn zu predigen und die seine Feinde durch die Prophezeiung eines baldigen Todes ermutigen wollten. Als infolge der päpstlichen Intrigen Heinrich Raspe von Thüringen im Jahre 1246 anstelle Friedrichs zum römischen Könige gewählt worden war, wies Antichrist Innozenz IV. In einem Rundschreiben die Franziskaner an, jede öffentliche oder geheime Gelegenheit zu benutzen, um die Sache des Gegenkönigs zu fördern und denen, die ihm Hilfe entgegenbringen würden, einen vollkommenen Ablass zu versprechen. Im Jahre 1248 finden wir wiederum Brüder beider Orden als geheime Sendboten unterwegs, um Zwietracht in Friedrichs Gebieten zu säen. Der Kaiser beklagte sich bitter darüber, dass er die Bettelorden stets geliebt und beschützt habe, und begegnete dem Anschlage mit grausamer Schärfe. Der Dominikaner Simon von Montesarculo wurde gefangen genommen und nacheinander 18 Folterarten unterworfen, und Friedrich wies seinen Schwiegersohn, den Grafen von Caserta, an, alle Brüder, die verdächtig seien, Zwietracht zu säen oder die seinen strengen Vorschriften entgegenhandelten, nicht, wie bisher, zu verbannen, sondern sofort zu verbrennen. Der schlaue und erfahrene Fürst sah in ihnen offenbar seine gefährlichsten Feinde, und sie rechtfertigten auch vollständig diese Meinung durch den Eifer, mit dem sie gegen ihn und nach seinem Tode gegen seinen Sohn Konrad den Kreuzzug predigten. Unter diesen Umständen erscheint die Nachricht nicht unwahrscheinlich. Ezzelino da Romano, der kaiserliche Vikar in der Mark von Treviso, habe während seiner 30-jährigen Amtsführung nicht weniger als 60 Franziskaner hinrichten lassen. Allmählich traten die Bettelmönche an die Stelle der Bischöfe, wenn es galt, päpstliche Gebote dem Volke mitzuteilen oder päpstliche Aufträge auszuführen. Bei der Verfolgung von Flüchtlingen bildeten sie ein unsichtbares Polizeinetz, das über ganz Europa ausgebreitet und tausendfach verwendbar war. Wenn nach Rom Klagen kamen wegen eines zu beseitigenden Missbrauchs oder wegen eines Prälaten, dessen Führung Anlass zur Untersuchung oder zu einem Verhör gab, eine Kommission von 2 oder 3 benachbarten Bischöfen oder Äbten damit beauftragt, das Verhör durchzunehmen und einen Bericht zu erstatten oder die gegen die Disziplin verstoßenden Klöster und Kirchen ohne Verzug zu reformieren. Nun wurden allmählich die Bettelmönche allein mit all diesen Verrichtungen beauftragt und machten so in jedem bischöflichen Palaste, in jeder Abtei in Europa die päpstliche Macht unmittelbar fühlbar. Wohl beklagten sich die Mönche wiederholt über diese Vermehrung ihrer Arbeit, aber wenn ihnen auch Erleichterung versprochen wurde, so konnte und wollte man doch auf ihre Dienste nicht verzichten. Sie waren bei der Unterwerfung der Kirche unter den apostolischen Stuhl zu wertvoll. Dass freilich dieses Amt der Bettelmönche nicht immer angenehm und ungefährlich war, beweist ein Vorfall aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, der gleichzeitig bekundet, wie wenig sich der frühere, traurige Zustand der Kirche damals noch geändert hatte. Auf das große kurfürstliche Erzbistum Trier erhoben im Jahre 1259 2 Nebenbuhler Anspruch, die 2 Jahre lang zum großen Vorteil der Kurie in Rom miteinander stritten, bis schließlich Alexander IV. Beide zur Seite schob. Nun ging der Dekant von Metz, Heinrich von Finstingen, unter irgendeinem Vorwande nach Rom und erlangte von Alexander, also Papst Alexander, seine Ernennung zum Erzbischof durch das Versprechen, die riesigen von beiden Rivalen hinterlassenen Schulden bezahlen zu wollen. Bei seiner Rückreise wurde sein Pallium als Unterpfand für seine Schulden zurückbehalten. Wir erinnern uns, das Pallium, das ist diese Riesenkrawatte, die Bischöfe und Päpste so um ihren Hals tragen, das kennt ihr ja inzwischen aus verschiedenen anderen Lesungen, ja, und das wurde halt als Sicherheit beibehalten. Pass auf, das ist ganz schön wertvoll, ne? Vor allen Dingen die Symbolwirkung, die es hat. Für diese heidnische Kirche natürlich.
ohne indessen darauf zu warten, also dass er das zurückbekommt, übernahm er die erzbischöflichen Funktionen, konsekrierte seinen Suffraganbischof von Metz und ließ sich in eine Reihe militärischer Unternehmungen ein, in deren Verlauf er die Abtei von St. Matthias verwüstete und die unglücklichen Mönche beinahe lebendig verbrannte. Diese Missetaten sowie seine Saumseligkeit in der Bezahlung seiner Schulden veranlassten Urban IV., also den Antichristen, Urban IV. Im Jahre 1261, die Bischöfe von Worms und Speyer und den Abt von Rodenkirchen zu beauftragen, die gegen ihn gerichteten Anklagen auf Simonie, Meineid, Totschlag, Sakrilegium und andere Sünden zu untersuchen. Sie wurden aber vom Erzbischof bestochen und unterließen die Untersuchung. Nun beauftragte im Jahre 1262 Urban eine andere Kommission, bestehend aus zwei Franziskanern aus der Provinz Trier namens Wilhelm und Rörich, eine Prüfung anzustellen und ihm bei Strafe der Exkommunikation Bericht zu erstatten. Diese Drohung erschreckte alle Mendikanten in der Provinz. Der Franziskaner-Guardian und der Dominikaner-Prior, beides mehr weltkluge als ehrliche Männer, untersagten den beiden unglücklichen Kommissaren bei Strafe der Einkerkerung die Ausführung des ihnen gegebenen Auftrags. Also ein Konflikt, wem gehorche ich jetzt, welchem der beiden Meister, ne? Dem Papst oder meinem Ordenschef? Diese selbst waren schließlich froh, als sie durch die Flucht von Trier nach Metz ihr Leben retten konnten. Der Franziskanerprovinzial hatte sogar die Dreistigkeit, durch Boten den Papst zu ersuchen, entweder die Sache aufzuschieben oder die anderen anzuvertrauen. Vor dem versammelten päpstlichen Konsistorium in Gegenwart Urbans und des Ordensgenerals Buenaventura trugen die Boten die Sache vor. Mit Bitterkeit erwiderte Urban, Zitat, »Wenn ich zweien euer Brüder Bistümer übertragen hätte, dann hätten sie dieselben gierig angenommen. Ihr werdet euch nicht weigern zu tun, was für die Ehre Gottes und die Kirche notwendig ist.« Ende Zitat. Es verlohnt sich nicht der Mühe, die verwickelten Einzelheiten dieses traurigen Streits zu verfolgen. Er dauerte bis zum Jahre 1272 und ließ in seinen verschiedenen Phasen jede Art von Unterschlagung, Betrug, Räuberei und Gewalttat zutage treten. Wilhelm und Rörich wurden schließlich gezwungen, ihrem Auftrage nachzukommen. Sie scheinen alsdann gewissenhaft und treu ihre Pflicht erfüllt zu haben, während die römische Kurie im Lauf des Prozesses der unglücklichen Diözese die Riesensumme von 33.000 Mark Sterling auspresste. Alles das hinderte indessen den Erzbischof Heinrich nicht, im Jahre 1273 mit einem glänzenden Gefolge von 1800 Bewaffneten der Krönung Rudolfs von Habsburg beizuwohnen. Wie es weitergeht in diesem Kapitel auf den nächsten 20 Seiten, das werden wir in der nächsten Lesung erfahren. Ich werde hier die Lesung beenden, weil es war ziemlich intensiv. Wir haben einiges, um drüber nachzudenken, denke ich doch mal. Ja. Und das Thema ist hier, geht jetzt in eine neue Sache rein, weil es geht um den Konflikt mit dem Weltklerus, Übergriffe auf die Rechte der Pfarrer und auch auf den Konflikt mit der Universität von Paris, also die Sorbonne später. Das wird interessant, aber das wäre jetzt, hier ist eine gute Stelle, um Schluss zu machen. Und deswegen rate ich euch nochmal an, auch für eure eigenen Untersuchungen ist das vielleicht interessant, dass ihr euch mal beschäftigt mit den Franziskanerorden und den Dominikanerorden. Und zwar ein wenig tiefergehend beschäftigen, als nur mal eben auf Wikipedia nachzuschauen. Und eben auf die Art und Weise festzustellen, wie diese früheren Bettelorden, wie sie genannt werden, im Grunde nichts anderes waren, als die Jesuiten ein paar hundert Jahre davor, wie wir gesehen hatten. Die Orden haben die Freiheit bekommen, nur nach ihren eigenen Statuten sich zu richten, also nicht der Autorität eines Bischofs zu unterstehen, sondern nur der Autorität ihres Ordensvorgesetzten und den Statuten ihres eigenen Ordens. Das ist genau wie bei den Jesuiten. Man hat also hier schon im Grunde die Vorstufe geschaffen, um sich einen Staat im Staate heranzuziehen oder eine
eine eigene Kraft innerhalb der römisch-katholischen Kirche heranzuziehen. Wobei natürlich das am Anfang bei dem Franziskus und Dominikus vielleicht noch verständlich war. Das waren vielleicht Leute, die hatte der Papst auch noch mehr oder weniger unter Kontrolle. Aber mit späteren, vor allen Dingen dem Buenaventura zum Beispiel, war das weniger so. Ja, und dann fangen diese Orden auf einmal an, ein eigenes Leben zu leben. Und welches Leben das ist, das haben wir ja gerade eben gelesen. Also ganz interessant, sich mal mit diesen Orden ein wenig tiefer zu beschäftigen, wenn man die Zeit dazu hat. Ich habe sie nicht. Ich werde mich weiter mit diesem Buch beschäftigen. Wir sind jetzt auf Seite 311. Ich habe noch mal ungefähr dieselbe Menge an Seiten zu lesen, bis ich mit dem ersten Band durch bin. Dann habe ich noch zwei. Also ich beschäftige mich da nicht mit. Aber wenn ihr ein bisschen eigenständige Untersuchungen in der Richtung anstellt, da ist natürlich interessant, wenn ihr mich das mal in irgendwelchen Berichten, wie zum Beispiel in der Kommentarsektion oder sowas, wissen lasst. Und so merke ich dann ja auch, dass die Arbeit, die ich hier mache, auf fruchtbaren Boden fällt, wenn die Leute ihre eigenen Untersuchungen anstellen und wenn jeder selbst merkt, dass er auch durch eigene Untersuchungen anzustellen eine noch bessere Erkenntnis gewinnt. Aber die größte Erkenntnis, die gewinnt man wie immer durch das Lesen der Bibel. Und um zu wissen, was das wahre Christentum ist, nachdem wir hier ja verschiedene Male das Wort Christentum haben lesen müssen im Zusammenhang mit Katholizismus, und um zu verstehen, was die wahre Lehre des Evangeliums ist, und zwar nicht so, wie Thomas von Aquin das lehrt, der ja so gesagt ein großer Mann war, sondern so, wie die Bibel das lehrt, dafür müssen wir unsere Bibel lesen. Und wir müssen hauptsächlich unsere Bibel lesen, am liebsten jeden Tag, auch wenn so ein Stückchen ist. Aber wir sollten jeden Tag probieren, mit unserem Herrn eine persönliche Beziehung aufzubauen, durch mit ihm zu sprechen, was wir eben auch tun, wenn wir sein Wort lesen. Weil er sagt das Wort zu uns. Die Bibel ist sein Wort. Am Anfang war das Wort. Von daher möchte ich mich bedanken für eure Aufmerksamkeit, eure eigenen Untersuchungen, deren Resultate mich interessieren, zu hören und verbleibe bis zum nächsten Mal mit dem ewigen Aufruf von Stunde der Wahrheit. Lest eure Bibel. Maranatha. His name together, oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Let's magnify.